Das ist Khalid. Er ist querschnittsgelähmt. In dem Moria-Ersatzlager kann er nur mit Hilfe von anderen Männern auf die Baustellentoilette. Zustände, wie sie schlimmer nicht sein können, erzählt Gerhard Trabert. Der Arzt filmt mit seinem Handy, um auf die Not aufmerksam zu machen. Beim jetzigen Einsatz kümmert er sich um Menschen mit Behinderungen. Sie haben es in dem Flüchtlingscamp auf der Insel Lesbos doppelt schwer. Wir sind hier im neuen Moria-Camp, Moria 2.0-Camp, auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz. Hier sind noch ungefähr 5000 Menschen, vielleicht auch noch mehr, viele Kinder. Und im Hintergrund ist ein Junge, 6 Jahre alt, und seine Mutter aus Somalia. Der Junge ist gehandicapt, er hat eine Infektion als Kind gehabt. Und es ist einfach unglaublich, dass die Mutter mit ihrem Kind in diesem Zelt bei über 40 Grad in diesem Lebensraum, der ist aber kein Lebensraum, gerade für gehandicapte Menschen sein muss. Das hier ist keine Campingplatz-Idylle am Mittelmeer. Die Luft ist stickig, die Zelte heizen sich auf. Gerade jetzt im Sommer ist es die Hölle auf Erden, mitten in Europa. Der Mediziner hilft, wo er nur kann. Bei dieser Frau wird der Abdruck eines amputierten Beinstumpfes hergestellt. Nur so kann eine Unterschenkelprothese angefertigt werden. Dieser Patient probiert seine neue Prothese aus. Das geht sogar in flotten Schritt. Es ist schon erstaunlich, dass bei vielen der Lebensmut nicht in den Keller sinkt. Denn die äußeren Zustände sind dort schon längst angekommen. Jetzt ist Strom für 2 Stunden. Fabiola hat sich eingesetzt, dass er nicht in einem Zelt sein muss. Khalid ist querschnittsgelähmt, er hat eine spastische Lähmung, er kann nicht selbstständig laufen, er kann auch nur einen Arm benutzen, er kann hier nicht zur Toilette selbst, er kann nicht zu den Duschen. Und wir setzen uns ja in Deutschland ein, dass er endlich mit seiner Familie nach Deutschland evakuiert wird. Momentan versuchen wir es wieder über das Bundesinnenministerium. Viele haben noch den verheerenden Brand im September 2020 vor Augen. 2 Brandstifter wurden im März zu 5 Jahren Haft verurteilt. Gegen 4 Männer läuft noch ein Verfahren. Heute leben laut Regierungsangaben auf Lesbos rund 6.500 Flüchtlinge. Ältere Menschen, Kinder und Kranke wurden aufs Festland verteilt. Im Camp ist nach wie vor Kreativität gefragt. Wie diese selbstgebaute Wasserstelle, bestehend aus Plastikflasche und Seilzug, um die Flasche zum Kippen zu bringen. Es gibt aber auch Lichtblicke, selbst im Camp. Ja, wir sind hier in dem Mosaikladen, ein ganz besonderer Laden, weil hier geflüchtete Menschen selbst Artikel herstellen, und zwar aus Rettungswesten, aus den Gummibooten, aus Kleidern, die sie auf der Flucht hatten. Das wird hier hergestellt von den Betroffenen selbst, und das, was verkauft wird, kommt den geflüchteten Menschen auch wieder zugute. Hier sehen wir etwas für ein Notebook. Das ist toll. Hier ein kleines Set. Dann haben wir hier Rucksäcke aus dem Material, aus Schlauchbooten, aus Rettungswesten und so weiter hergestellt. Finde ich eine tolle Idee. Mosaik auf Lesbos. Man kann auch online bestellen. Ja, also eine tolle Idee. Ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern wie Gerhard Trabert ist es zu verdanken, das Leben in einem Camp erträglich zu machen, wo eigentlich kein Platz für Leben ist. Mitten auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz.